Hier heet Johan Dyck. Dit is de tweede programma in de reeks De Openboarunk. De Openboarunk, zoals ook al die andere beetje im Nieuwe Testament, wordt zum ersten Mal in een griechische spraak geschreven. Dat woord Engel meint in Griechisch einer, wat ne Nachricht bringt. Wenn hier oben die Rede ist von der Gemeinde der Engel, dann schäbe ich kracht so gut durch einen Mensch verstanden, was die Gemeinde ne Nachricht bringt. Also waren mit diesen Stierens die Leidersgemeinde, was die sieben Gemeinden verstanden. Dort wird dann der erste Teil von der Openboarunk, wo Johannes dort schreibt, was er gesehen hat. Von der, wo wir dann in Kapitel 2 wiedergehen, in anfangen mit dem zweiten Teil. Mit dem zweiten Kapitel fängt nun die zweite Aufteilung von der Openboarunk an. Dort ist dort, wo nu wir. Dort, wo sich in Johannes seine Zeit mangt die Gemeinden todrüch. Und so fangen wir dann mit die erste von den sieben Gemeinden an. Dort wird die Ephesische Gemeinde. Da sagt es so. Und den Engel von der Gemeinde in Ephesus schrieb, dit sagt der, der die sieben Stierens in seine rechte Hand hält, und merden mag die sieben goldene Lampenholer jät. Ich weit deine Worken, deine Arbeit, und deine Geduld, und dort du verführerische Menschen nicht verdrehen kannst. Du hast die utgeprüft, die durch verjeven Apostel zu sein, die het aber nicht sind, und hast utgefungen, dort het Lehner sind. Wie jeder eint von den sieben Gemeinden, sei wie in gewässert Master, wo die Harte die Gemeinde redt, und wo he die beurteilt in Rotjeif. Dit Master haft ungefähr diese Form. Erstens deit sich die Haar jeder Gemeinde ab en anderen Weich verstellen. Zweitens deit he die Loven für dort, wat am gefällt. Drittens wiest he ab dort han, wat am nicht gefällt. Viertens jaft he rot, wat die Gemeinde wer in diese Fehler daunen soll. In fünftens raubt he ab zu horchen, nur dort, wat he gesagt haft, und verbindt dort mit ne Verheitung an der Gemeinde. Wo beschrift der Herr sich, wann er diese ephesische Gemeinde anredt? Er sagt, er ist die, wat die sieben Stierens an seine rechte Hand hält, und merden mag die sieben goldene Lampenholer jät. Dit sagt nicht weniger, als dort er die allmächtige Herr ist. Alles ist an seine Hand, sogar die Leidersch von den Gemeinden. Er jät mag die Lampenholer ram. Dort meint, hei jät mangt die Gemeinden ram, und sieht alles, wat fair jät. Hei sieht, wat gut ist, aber hei sieht auch, wo die Gemeinde vom rechten Weg aufkommt. Hei ist der Herr, dem jeder Gemeinde gehört. Wel wans morgen, dat der Herr hier zu den Engel von dieser Gemeinde redt. Hei redt zu den Ältesten und hält am verantwortlich für die ganze Gemeinde. Dort deit heffen dir auch noch. Wie aus Prediers und Leiders haben eine sehr verantwortungsvolle Abgabe. Wo fiel wie die üt? Hier deit Jesus die Gemeinde untersuchen und sagt, wat ihm gefällt und wat ihm nicht gefällt. Jesus seht das erste, dat hei am ihre Worken wisst. Wat bei dem Herrn das meiste teilt, als ob uns Leben übereinstimmt mit dem, wat wir seien. Er lobt hier die Epheser, besonders ihre Arbeit und ihre Geduld. Davon habe ich verstanden, dass sie aus Gemeinde viel Gutes an arme Menschen deiden, und sie wären mit den gottlosen Menschen, die an Verachten und Verfolgen deiden, sehr mäßig und geduldig gewasst. Sie haben nicht trägeschlören, wann sie mit Arrecht Oje gerepen worden. In Vers 3 bestätigt er dit, und er sagt, du hast geduldig utgehauen und bist nicht meid geworden, am meinen Namen sinds halven zu arbeiten. Davon habe ich zu dem Entschluss kommen, dass die Ephesische Gemeinde durch eine schwere Verfolgungstät ging, kriegt so es dann, als unsere Verfahren in Holland auch für ihren Glauben leiden mussten. Dem Herrn gefall aber noch ein zweites, und dort wird diese Gemeinde abgepost hat, dass sie sich nicht durch verführerische Menschen verdorben leid. Er sagt,
sie können seine Menschen nicht verdrehen. Die Epheser hatten ohne Zweifel viele an ihrer Gemeinde, was die Schrift gut chanden. Die posten ab, wann fremde, reisende Lehrer, was sich auch Apostel nannten, mank ankommen. Sie prüften mit Gott sein Wort, was die lehren. Wann dort nicht mit der Schrift stimmt, dann wird die das Reden und das Lehren einer Gemeinde nicht taugeloten. Ohne Zweifel gab das an die Zeit, kriegt es nu, sehr viel Sonne wird aus reisende Prediger rumtrocken und falsche Lehren verbreiten. Die Kirchengeschichte berecht sehr viel von so was. Sogar Paulus warnt die Gemeinden von jüdischen Reisepredigers, die versuchten, die Gemeinden träg und das Judentum herzutragen. Zu den Korinther schreibt er in 2. Korinther 11, 13, dort sind leeres Apostel, verführerische Arbeiter, die sich verkleiden, Christus seine Apostel zu lecknen. Dort wie auch krank zu dieser ephesische Gemeinde, dadurch Jahr vorher, wo Paulus in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, 28, seht, dann wirkt über ihr selbst und auch über die Herde, über die, die Heilige Geist, ihr aus Absicht gestalt haft, in Hoard über Gott seine Gemeinde zu sein, der heisig mit seinen Ehen sehen sein Blut gekauft haft. Ich weit, dat wann ich erst wo wach seinen worden, rietende Wilf mank ihr kommen, die die Herde nicht verschonen worden. Da waren sogar von jene eigenen Menschen einige abstohnen, die die Wahrheit verdrehen wollen, um Anhänger für sich zu kriegen. Diese Warnung hatten die Epheser aber nun scheinbar gut befolgt. Nun möchte ich aber kurz was zum Bedenken dort sagen. Wann wir hier vom Wirken und von falschen Lehrern reden, macht wie eindenken niemals für jeden. Dort jaft auch sound, wenn die Gemeinde irgendwem aus einem falschen Lehrer betekent, bloß wills die Lehrer nicht mit ihren Sitten in Gesatzen stemmt. Von Sound ist hier nicht die Rede. Die Rede ist hier von einer falschen Utlei von der Heiligen Schrift. Weil wir uns als Lehrer sehr sicher sind, ob dort, wo ein Evangelist oder Reiseprediger sagt, nicht auch wirklich die Wahrheit ist, aber wie die dann in unsere Gemeinden verbeiden. Taufwerken haftet es und gejeft, dort ein Reiseprediger als falscher Prophet bestempelt wird, bloß wie es die wahre Geburt in ein lebender Glauben an Jesus verkündigt. Dit wird die Gemeinde fremd, wie sie von so niemals von Herrn Konzel geredet haben. Sie dachten aber nicht daran, dass sie hier die erreichten Menschen verbeiden und verachten deiden. Weil wie die Predigten von Fremden ermann um Wort Gottes briefen in nicht, ob die Kraft mit unseren Sitten und Regeln übereinstimmen oder uns die Fremde verkommen. Die Sitten und Regeln sind ein sehr schlechter Motstock, um zu meten, ob ein Prediger von Gott geschickt ist oder falsch ist. Wir haben nun gesehen, was die Herr an die ephesische Gemeinde loben können. Dort nächste lesen wir dann, was am nicht gefallen. Wir lesen Vers 4. Da sagt er, aber ich ha jähen die, dass du von deiner ersten Leib aufgekommen bist. Was meint Jesus damit? Die erste Leib ist die Leib, was wir am Anfang von unserem Glauben an Jesus sperren. Uns wird dann sehr wichtig, was Jesus am Kreuz für uns gedonen hat, dass wir innerlich sehr dankbar wären noch leicht zu anderen davon reden. Wir haben dann die erste Leib für Christus, kriegt so es ne Brüt in den Brütgaum die erste Leib innerlich sperren, wann sie jung befried sind. So wird es auch am Anfang aus dieser Gemeinde von Paulus gegrennt wird. Wir brücken bloß den Brief an die Epheser lesen, und dann mag wie wort für eine geistlich lebende Gemeinde dort dann wir. Nu aber wären all ungefähr 30 Jahre vorbeigegangen. Nu wir do all eine ganz neue Generation von Christen. Bi an wie Glauben an Jesus nicht mehr so warm, als die bi ihre Eltern gewast wir. Dort wir wie diese Gemeinde so, als das einzige Mal eine Eier ist. Nur eine gewisse Zeit keilt die Leib zwischen den Mauern und seine Früh auf. Dort ist schon. Einzige Mal ist die Früh dann ganz kalt zu ihren Mauern. Oh, sie blifft am Trüh,
en dat ook al die arbeid wat ze immer gedonen haft, over de veld eind. Ze bewiest am keine warme Leif, Maja. Kraakt hetzelfde kan ook bij den Mann passieren. Hij arbeid kraakt zo zei er als erst en verzeigt ook zijn frühen Tjenger. Aber da wordt keine Leif Maja bewezen. Zijn hart is kalt geworden. Wo jettet zijn familie? Wann ze ook anders alles haben, wat ze zum Leven brokken, jett dan dort innerlich doch bloß schlacht. Die Leif is dat wichtigste, wat die eie Freedjaft in Taub hält. So is dat ook met onzen christlichen Glauben. Van buiten kan alles goed schienen, aber innerlich is meist nuscht Maja door, wann onze Leif für Jesus nicht mehr warm is. Gewöhnlich prob wie Menschen, diesen Fehler dann ein bisschen utzulecken, indem wir noch mehr daunen. Kriegt dort sei wie auch an viele Gemeinden. So die Ephesische Gemeinde dort auch. Sie strengt sich mit sehr viel gute Worken an, aber sie hat ihre erste Leib für Jesus verloren. Wo sitzt dort mit deiner erste Leib? Oder hat deine Leib für Jesus noch niemals so richtig angefangen? Erst dort an deine Gemeinde vielleicht auch so, dort je jünt meier mit Gesatzen und büterliche Reilen beschafften, als dort Menschen zum werkeligen warmen Glauben an Jesus kommen? Weil wir daran denken, Jesus jäht auch mank unsere Gemeinden ram, und sit kragt, wat er fair jäht. Am erst dort schod, wann wir uns an dort arrechte kämmern, in am ganz kalt behandeln, indem dort wir uns für dort, wat hei will und für wichtig hält, nicht kämmern. Wir kommen über den Rot, wat Jesus die Gemeinde gaf. Hij sagt in Vers 5 so, denk daran, wovon du gefallen bist, kehr am in der Wada, wat du am Anfang deitst. Hier sind drei Dinge, wat diese Gemeinde daunen soll. Dat erste wir, dat sie zurückdenken sollen, wovon sie gefallen wären. Die Frau wird ungefähr so gehen. Wo wir dat dann aus je uit dem Heidentum kommen, in jün zu Jesus bekehren. Jün leven wir je ganz anders geworden. Je freiden jün doch so sehr in jün nie Gewissheit im Glauben. Je wären je doch so froh, dat je nu dat eivje leven je kreien hadden. Jün leven dreckt je op alle kanten jün leif für Jesus uit. Daaraan sollen ze nu terugdenken. Aber haft het nicht ook nog voor ons ne Anwendung? Will Jesus an seine Gemeinden nicht auch was sagen? Das ist hier Jesus sein Wort an seine Gemeinden an alle Tiden, auch von dir auch. Kannst du dir an die Zeit denken an deine Gemeinde, aus der Erwartung wir, aus sich Menschen bekehren, und du eine ganz neue Leib manchen Menschen zu sperren wir? In jeder hat sehr viel für den anderen übrig. Vielleicht ist Sound an deine Gemeinde noch niemals gewasst. Dann mat je Trägonen nur dort wirklich aule, aus deine Gemeind ihren Anfang in Holland haut. Dann gauf dort so eine Erwartung, dort gottlose Menschen sich bekehren, und dort doch viel Leib an Gemeinden wir. Dort wie die Zeit von Menno Siemens, wo auch deine Gemeind herstammt. Aber wat ist seitdem an deine Gemeind passiert? Vielleicht ist der persönliche Leib für Jesus all Jahren träg verloren gegangen und nu ist bloß noch der bütterliche Schal geblieben. Auch zu so einer mennonitischen Gemeinden sagt der Herr, denk daran, wovon du gefallen bist, kehr am in der Wahre, was du am Anfang deitst. Am zu kehren ist nicht leicht, aber dort ist einzige Weg, unseren Herrn Wahre zu gefallen. Wie aus Leiderschmatten hier vorabgonen, wils wie sind die Stierens von dieser Gemeinden. Uns hält die Haar verantwortlich. Wat soll wie dann daunen, fragst du vielleicht. Wie sollen umdrehen? Dort meint, dat wir abhieren, unsere Gemeinden so zu führen, als bat nu, in so daunen, als wir am Anfang deiden. Dort meint, wie sollen dort ware daunen, als wir dann deiden, als wir uit dat Heidentum kommen. Dort meint, dort wie ganz triggonen nur die Zeit, aus die erste Gemeinden dort eine Aposteltit anfangen. Hieran habe ich uns dann meten, auf unsere Gemeinden dort erste erfallen, wo wir sollen nur triggonen, und dort ist unser Leib für Jesus in Wort Heil. Wo ist unser Leib für Jesus?
Wat wie de geringste van onze breide gedonen hebben, dat heb ik am gedonen. Wo wirkt zich deze lijf dan uit, vraagst u vielleicht. Hier zijn eins gefreuren. Heb ik een lijf voor zo'n menschen wat van der nog scheinen worden geloven aan Jezus hebben? Heb ik een lijf voor zo'n menschen wat van de gemeente zijn uitgesloten worden? Do wie in onze gemeenten zo predigen dat menschen zich van ihre zinden bekeren en ware geboren worden? Streven onze gemeenten daarna dat de menschen, wat niet Mennonieten zijn, ook dat evangelium hören? Zij wie beduurd om de Paraguayer, in de Indianer, in de Spanische menschen in Bolivien? Wann die zich daardurch bekeren, do wie die met vreden ook aan onze gemeenten opnemen? Do wie onze Kinder en Jugendliche en onze Kirchen ook wat beiden, indem wie aan die Bibel jeder Sonntag leren en aan ook gode Beschäftigung aanbeiden, dat ze zich niet brokken op een gausenram drieven en verrektet uiteiven? Do wie onze lijf voor Jezus bewiesen, indem wie met geld de Mission ungestatten? Merk wie onze jonge Menschen reid, dat ze kennen Missionoren worden. Zij wie welig die aan alle Welt rüte schecken. Ha wie geld zum ewigen, de grote nood in de Welt te linderen, dat arme en kranke Menschen eten, kleider en medizin kriegen? All dit zijn tekens van de gemeente, wat een warme lijf voor Jezus haft, wiel zij am gehoorzaam is en dat deed, wat hij ons gezegd haft. Jo, Jezus meint dat, wanneer hij zegt, denk eraan, wovon du gevallen bist, hier om, en do ware, wat du am Anfang deidst. Nu kämpft vom Herrn ne Verheitung. Hier is dat ober nicht wat angenehmet, ober leiver ne Strof, wat komen wordt, wann wir uns nicht verändern donen. Jesus sagt, wann du nicht am Tieren wurscht, wo er kommen, in den Lampenhauler von sine steht, wachnehmen. Jesus seht je in Kapitel 1 zu Johannes, dat die Lampenhauler die Gemeinden wären. Hij meint, dat wann die ephesische Gemeinde sich nicht ändern würd, dann würd hij die Gemeinde von ihrer steht, wachnehmen. Die Gemeinde würd einfach abhören zu bestohlen. Wie weit nicht auf die Menschen in der ephesische Gemeinde wirklich nur dem andreden, in ihrer Leib zu Jesus ware beweisen, aber eint es klar. Viele Jahre Lothar nahm die Haar diesen Lampenhauler weich. Dort jaft von der keine ephesische Gemeinde mehr. Jo sogar in die ganze Türkei, wo dann Kleinasien wir, jaftet von der nicht mehr christliche Gemeinden. Dort ganze Land ist von der unter die falsche Religion vom Islam, den Mohammedaner glauben. Jesus deit hier nicht spossen. Hij meint, wat hij zegt. Wann Gemeinden am nicht mehr gehorchen werden, in sich ihre eigene Regeln in ihr eigene Weich abstellen, dann nimmt hij an mit der Tiet aus Lampenhauler Weich. Diese Warnung ist ook für uns von dir, in daunt wo Gott wie ook denken, dat onze Gemeinde is. Die einzige Mot, wo nur wir uns meten sollen, is, auf wie noch immer die erste Leib für Jesus haben, in sich dort in uns daunen, bewiest. Den Serien, den der Herr an dem Schluss verspragt, ist in Vers 7. Hij sagt, wer uhrenhaft soll horchen, wat de Geist de Gemeinden sagt. Den Gewinner, wo ek vom Lebensbaum te eten geven, de Merden en Gott sin Paradies steht. Dit is kracht so, als Jesus in seine Borchpredigt seht. Wer uhrenhaft soll horchen. Dat licht an die in mi, en dat licht ook an de Leiders en Predigers van de Gemeinden, of wie horchen worden oder nicht. De Wohl haft hij ons evaloten. Ha wie Uhren für wat wie von dir gehört haben, oder schlüt wie onze Uhren door ewa tau. Wann wie gehorchen, dann nannt hij ons Gewinner. Wann je noch Fragen han, ewa dort wat je op dit Programm gehört han, meine Telefonnummer is 205-356-0523. Ik wens je allen een goede week. Op naar hier.